Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Wir haben uns gerade abgelegt, wir haben gestern ein bisschen Housekeeping-Aufgaben gemacht, wir haben ein paar Sachen gekocht, wir haben endlich mit der Werkstatt Eimer herstellen können, um die Wasserversorgung unserer Siedlung sicherzustellen. Und jetzt ist erstmal Zeit, wir zünden den Herd an, damit es uns warm wird in der Hütte. Und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Wir könnten mal einen Haps essen. Wir haben ja hier uns leckere Suppen zubereitet. Und die würde ich mir jetzt auch gönnen. Wir nehmen die rote Beetesuppe. Die sieht doch gar lecker aus. Und dann geht's los. Wir haben uns ein Waschzuber gebaut. Und trinken noch einen Schluck am erfrischendes Quellwasser. Und dann können wir gucken, was wir noch schaffen wollen hier im Winter. Wie gesagt, ich möchte den Winter nutzen, um hier möglichst viele Sachen zu bauen, Gebäude fertigzustellen. Und dann können wir uns entweder am letzten Wintertag oder dann halt Anfang Frühling auf den Weg machen, um uns umzugucken, um neue Dorfbewohner zu suchen. Das wird dann unser Ziel sein. Dann werden wir im Frühling auf jeden Fall einiges an Landwirtschaft betreiben. So. Und dann hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall die Hühner freischalten, vielleicht sogar die Schweine, um dann wirklich auch anfangen mit der Tierhaltung. Okay, so, also das ist das Haus, das wird hier maßgeblich sein für die, ne, für die, warum Dekoration? Ich muss das erstmal bauen. Für quasi unsere Gewinnungsleute, Bergarbeiter, beziehungsweise jetzt am Anfang auch vor allem die im Grabungsschuppen arbeiten. Und da wollen wir Steinwände natürlich. Wenn die schon, also das sind ja die Materialien, die sie ranschaffen. Und entsprechend sollen die natürlich auch angemessene Wände bekommen. So. Dann Steinwand mit Türen. Und ja, machen wir hier raus Fenster? Nee, machen wir nicht. Doch, doch machen wir schon. Also wir machen hier ein Fenster. Wand mit Fenster. Steinwand mit Fenster, ja. Bauen wir die zwei Holzstämme mit ein. Und hier haben wir nochmal, dann machen wir hier noch ein Fenster. Und hier machen wir dann wieder feste Wände. Hier haben wir die Steinwand schon. Jawohl. Dann hier oben. Also das ist jetzt hier wieder persönlicher Geschmack. Ich finde es schön, wenn das dann oben so Holzwände sind, also Steine außenrum und oben dann Holzwände. Das ist einfach die von mir bevorzugte optische Variante, sag ich es mal so. So, dann Dach. Machen wir auch kein Rieddach, passt ja nicht. Wir machen hier so ein Holzdach. Für ein Holzdach brauchen wir 6 Bretter. Auch hier Holzdach. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 24 Bretter. Und Holzdach. Genau, so. Dann Steine haben wir hier bei der Bergarbeit jede Menge eingesammelt. Das ist jetzt wahrscheinlich. Ah, geht noch.
kann sich ja noch bewegen. Haben wir es ja nicht weit. Genau, und das ist ja genau das Ding. Also wir haben jetzt bei der Bergarbeit einfach auch die Steine bekommen. Also es ist nur logisch, dass der Bergarbeiter sich auch ein Haus aus Stein baut. Ne? Macht ja durchaus Sinn. Und ich mag das auch, wenn man das so ein bisschen thematisch macht. Also die Jäger, die haben halt eher so eine Flechtzaunhütte. Vielleicht machen wir da auch eine Blockhütte noch draus. Das würde auch noch passen. Und genau, die Bauern haben auch eher so eine Flechtwand. Eher einfach. Und dann die Herrschaften, die mit Produktion befasst sind, die sind dann eher auch in Steinhäusern unterwegs. Und da mache ich dann auch die größeren Häuser. Also wie gesagt, die mittleren Häuser. Die ganz großen finde ich immer, die sind sehr übertrieben eigentlich. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unsere Dächer. Ich glaube, wir brauchen dann auch noch ein, zwei, drei Holzbalken. Also lassen wir mal die Steine lassen wir mal da. Sammeln wir ein Stämme. Also wir brauchen 12 fürs Dach und dann glaube ich brauchen wir noch genau 3, um das Dach fertig zu machen. So. Also 12. So. So, schauen wir mal, wie wir rankommen an unser Dach. Holzdach, so klappt's. Wunderbar. Und dann hätten wir auch ein Haus für nochmal Leute, die mit Gewinnung gut sind. Die können dann im Grabungsschuppen arbeiten entsprechend. Jawohl, so, Haus fertig, hervorragend. Gut, haben wir diese Baustelle auch erledigt. Ich finde, es sieht auch schön aus. So, und da würde ich dann auch diese Gebäude hier mit, würde ich dann perspektivisch mit so einer Steinmauer versehen. Aber auch für die Steinmauer brauchen wir erstmal 5000 Technologiepunkte. Das ist noch eine Weile hin, bis wir das haben. Genau, so. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Können wir hier noch einen Weg? Gut. Gut, 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 gut. Naja, können wir hier... Können wir das hier auch noch planieren? Wenn wir es so machen. Na, dann haben wir das hier auch noch planiert. Ist auch gut. Okay. Ah, ich bin schon so ein bisschen... Ich würde gerne schon ein bisschen dekorieren und so, aber wir haben halt für Dekorieren einfach auch noch keine Rezepte und für das meiste fehlen uns einfach auch noch die Erfahrungspunkte. Ne? Das nützt ja alles nichts. Das nützt ja alles nichts. Okay, was sind denn jetzt noch die nächsten wichtigen Schritte? Also wie gesagt, da vorne haben wir noch Gebäude, aber die sind alle nicht... wichtig, also nicht dringend. Brunnen haben wir noch geplant und die Küche haben wir noch geplant. Und hier haben wir noch ein weiteres Lagerhaus geplant und die Näherei haben wir hier geplant.
Das wird hier so unser Handwerkerviertel. Hier an die Seite können dann entsprechend noch, also ich würde fast sagen, noch zwei Wohnhäuser hin. Können wir uns ja auch mal angucken. So, von diesen Häusern. Da ist jetzt die Frage, ist es wichtiger, nach hinten zu gehen? Ich glaube, ich würde lieber auf diese Stelzen verzichten. Dann ist das auch hier eine Front. Ja, das finde ich ist auch nicht verkehrt. Aber dann wird jetzt das zweite nicht mehr hinpassen, ne? Schauen wir mal. Nee, also wir müssten auf jeden Fall diesen Baum hier wegholzen. Und keine Axt einstecken, ne? Nee, keine Axt. So, da sind wir wieder bei dem Ding mit, jetzt brauchen wir eine Schaufel, machen wieder eine neue Schaufel. Ja, also mit dem Holzhammer werden wir es nicht schaffen. Das heißt, wir machen jetzt wieder eine Holzschaufel, legen die ins Lager. Das Lager ist voll mit Holzschaufeln. Aber was soll's. So. So. Dann machen wir eine Holzschaufel. Okay. Schauen wir mal, ob es jetzt hinpasst. Ja, cool. Passt genau hin. Haben wir hier eine Häuserfront? Sehr schön. Die beiden Bäume können stehen bleiben. Und dann können wir wieder hier genau so vor. Da machen wir so einen Vorgarten neben den anderen. Das wird, glaube ich, ziemlich schön. Beziehungsweise könnte man überlegen, neben dieses Haus hier noch ein zweites zu setzen. Dann hätten wir so eine richtige Siedlung. Aber da wird es natürlich ein bisschen gedrungen. Muss vielleicht auch nicht sein. Was ich ja noch gern hätte, das können wir noch anschauen. Was heißt hätte, was ich schon habe, wären Bäume. Wir haben schon ein paar. Wir haben schon ein paar Bäume, die wir irgendwo gefunden haben. Da ist die Frage. Nee, wir brauchen kein Feld, sondern wir brauchen Plantage. Dann könnten wir hier so eine Reihe. Zwei. Mal schauen, dass wir uns immer orientieren an dem unteren Holzpflock. Das ist zu nah. Ja. Oh, und jetzt passt hoffentlich genau noch einer hin.
Genau, einer passt jetzt nämlich nicht mehr hin. Das ist fast ein wenig schade. Können wir da noch was machen? Ist da nach oben raus noch Platz? Ne, der schließt hier genau am Haus an. Also viel Platz ist da nimmer. Geht das noch näher ran? Ne, also da ist auch nicht mehr viel Platz. Da auch nicht. Aber viel bräuchte man ja eigentlich nicht, ne? Ich versuch's mal. Ich versuch's mal, ob das noch näher zusammengeht. Landwirtschaft, Plantage. Also das müsste ja jetzt hier... Nee, noch näher. Landwirtschaft, Plantage. Nee, jetzt so ist es zu nah. So macht das nicht. So macht das nicht. Nee. Nee, so ein bisschen Abstand muss dazwischen sein. Das ist schade. Nee, das ist das Grid, ne? Das ist der minimale Abstand hier. Auf der gleichen Höhe nimmt das nicht. Also es muss, genau, das ist hier auch, das ist der minimale Abstand, ne? Weniger geht nicht. Wir könnten höchstens schauen, wenn wir es ein bisschen höher setzen, könnte es sein. Ja, also so wird es gehen. So würde es gehen. Dann ist der halt ein bisschen weiter oben. Wäre das schlimm? Eigentlich nicht. Man könnte doch dann... Also ich habe jetzt... Ich weiß nicht, ob ich jetzt in Zäune investieren will. Flechtzaun. Holzzaun. Palisade. Bretterzaun. Aber da wären die Schematas schon ganz schön teuer. Lattenzaun wäre sowieso das Einzige, was wir machen könnten. Da bräuchte man wieder Technologiepunkte hier. Holzgartenzaun. Das wäre wahrscheinlich das, was man eigentlich will. Kreuzzaun, Doppelzaun. Das ist eher so eine Koppel, so ein Koppelzaun, ne? Aber die können wir eh noch nicht machen. Stockzaun, das wäre dann eigentlich der Flechtzaun, den man nehmen müsste. 250. Nehmen wir den mal. Naja, es wäre eh sinnig, dann an der Hauswand zu starten, oder? Das von der Hauswand wegzudenken. Also eigentlich... So. Könnte man fast überlegen, einfach der hier ist ja total weit unten. Achso, weil wir jetzt eine andere Linie fahren, ne? Vorher war es so gedacht. Jetzt ist es ein bisschen schräg. Dann machen wir den hier nochmal weg. Und schauen eher, dass wir hier oben so nah wie möglich daran kommen. Aber wir setzen einfach hier an.
Ah, wir setzen einfach hier an, dann geht es auf jeden Fall so raus. Genau, und dann sind wir so möglichst nah dran. Na, so machen wir es. Wir haben jetzt 4. 1, 2, 3, 4. Was gibt's denn? Kirsche, Apfel, Birne, Pflaume. Es gibt vier, genau vier verschiedene, oder? Ich mach mal hier das, nicht, dass wir jetzt aus Versehen hier irgendwas abreißen. So, also wir haben auf jeden Fall Birne, Apfel. Kirsche. Pflaume haben wir nicht. Aber dann machen wir das auch nicht. Dann besorgen wir uns noch einen Pflaumenbaum, weil dann haben wir genau von jedem einen in unserem Vorgarten. Das wäre doch schön. Aber dann könnten wir eigentlich, nehmen wir noch ein paar Stöcke mit bei der Gelegenheit. Dann können wir den Zaun noch fertig bauen. Stöcke. Ich muss mir das angewöhnen, um die Filter zu benutzen, anstatt immer rumzuscrollen. So. Also, 80 Stöcke haben wir, da könnten wir es fast schaffen, den Baum zu machen. Mensch, der ist völlig außer Puste. Ach, haben wir noch ein Säckchen einstecken? Vorhin hatten wir eins. Ja, sehr gut. Nehmen wir mal die Kupferhacke auf die 4. Seine Ausdauer wieder hat, machen wir schnell hier umgraben. Genau, und dann Säckchen auf die 5. Plantage. Wir fangen mit dem Apfelbaum an. Apfel. Und nein, kein Feld. Und die Birne. Dann machen wir in der Mitte die Pflaume und am Wegesrand machen wir die Kirsche. Ich glaube, die Kirsche ist am schönsten. So, cool. Dann bauen wir noch einen Zaun. Und dann bekommt es doch langsam Form. Dann könnten wir noch einen Weg zu unserem Haus hintermachen. Ganz schön viel Gehämmer für so einen Zaun. Ganz schön viel Gehämmer für so einen Zaun. Ja, und wenn wir dann später irgendwann die besseren Zäune haben, dann können wir das ja hier abreißen und können einfach machen dann irgendwie so einen schönen Holzgartenzaun dahin oder so. Dann können wir auch schauen, je nachdem, wie freundlich die Nachbarn sind, kann man natürlich überlegen, auch vielleicht eine Tür reinzumachen. So, es geht jetzt genau um einen nicht auf, natürlich. Und dann können wir hier noch durchlaufen, ist auch nicht schlecht. So. Und jetzt wäre noch ein Weg schön. Ja. Schauen wir uns das mal an. So, genau, jetzt hier entlang der Obstbäume. Ne?
Schön. Und dann würde ich jetzt einmal noch. Mir ist schon wieder kalt. Fünf. Machen wir jetzt den Zaun noch fertig. So, haben wir den Zaun auch fertig. Schön. Super. Jetzt haben wir noch eine Obstplantage angepflanzt. Müssen wir nur schauen, dass wenn wir nächstes Mal irgendwo sind, dass wir dran denken, dass wir noch ein. Dass wir noch einen Pflaumenbaum brauchen. Ne? Okay, cool. Dann machen wir uns hier noch ein kleines Feuerchen an. Und dann machen wir jetzt eine kleine Pause. Ich bin ganz zufrieden mit unserem Obsthain. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ciao, bis bald, Servus.